Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem ganz auf Boom Gameplay auf meinem Kanal, beziehungsweise wir werden gleich spielen. Vorab möchte ich euch das nochmal kurz zeigen. Ich habe euch ja zuletzt die Renegade Shotgun, beziehungsweise das Renegade Schrotgewehr, vierfach verbessert vorgestellt und habe da auch gesagt, vielleicht schaffe ich das ja noch, das jetzt hier mit Goldquests, die ich täglich erledige, so viel Gold zu verdienen, ohne Geld auszugeben, dass ich die Renegade auf Maximalstufe upgraden kann. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es jetzt mittlerweile geschafft und deswegen möchte ich jetzt gerne nochmal mit euch zusammen testen, wie sich die Renegade Shotgun maximal verbessert gegen Level 35 Gegner macht, weil links oben könnt ihr ja sehen, ich bin Level 35, so werden dann auch ungefähr meine Gegner sein. Wir schnacken nicht lange rum, wir suchen uns jetzt eine Runde und testen das gute Stück einfach mal aus. Alright, wir sind jetzt hier auf Farm bei Nacht. Ich habe hier noch das Sprinter-Sniper-Gewehr mit eingepackt, damit ich möglichst schnell laufen kann. Wie ihr sehen könnt, zusätzlich habe ich Pantherbeinrüstung. Oh Gott. Zusätzlich habe ich Pantherbeinrüstung, um noch schneller laufen zu können. Nein, von hinten kommt einer. Scheiße. Nein, okay. Egal. Ich konnte schon mal eine kleine Präsentation machen. Und mache mal kurz den Ingame-Sound für mich ein bisschen leiser. Ja, ich glaube, das geht so. Es hat gerade ein wenig gedröhnt auf meinen Kopfhörern. Und wir rushen jetzt gleich nochmal vor. Da hinten ist schon der Nächste. Komm her. Was? Nein, das wäre meiner gewesen. Schade. Du aber. Yes. Ja, ich finde, das Teil macht auf jeden Fall Spaß. Es ist nicht die krasseste Gunbug-Shotgun. Also ich denke mal, Ansturm und Sunny sind doch noch ein Stück besser. Aber irgendwie macht sie mir Spaß und ich mag auch die Nachladeanimation voll gerne von der Waffe. Und ich bin gleich tot. Ja, okay, ich bin tot. Ich mag die Nachladeanimation auch sehr gerne davon. Ich mag die insgesamt eigentlich schon, wobei es, wie gesagt, halt nicht die stärkste Gunbug-Shotgun ist. Und die hat aber noch einen Effekt. Und zwar macht sie Gegner langsamer. Seht ihr, der ist so ein bisschen eingefroren, wenn ich ihn damit treffe. Das ist halt so eine Eiswaffe, wie jetzt auch aus diesem Feuer- und Eis-Event, was jetzt einige von euch bestimmt gespielt haben. Ich hatte dazu ja auch ein Video rausgehauen letztens. Und jetzt gucken wir nochmal. Ah, da kommt doch schon einer. Oh, shit. Ja, mit der Ranger hat er mich weggehauen. Naja, gut. Ich rushe jetzt nochmal ein bisschen vor. Wie auch in den meisten Videos, wo ich euch eine Waffe vorstellen möchte, spiele ich jetzt so ein bisschen auf Krampf hier mit der Renegade Shotgun. Oh, komm her. Komm her. Oh, okay. Spiele ich so ein bisschen auf Krampf mit der Waffe, um euch die halt zu präsentieren. Ne? Deswegen wird das jetzt vielleicht auch nicht das allerkrasseste Gameplay. Aber ich möchte euch einfach mal so ein bisschen zeigen, wie viel Schaden die macht, wie die so reinhaut. Na, komm. Sehr schön. Geht doch. Double Kill. Genau das will ich doch machen, Freunde. Er ist schon wieder mit der Ranger. Ich will euch die Waffe einfach ein wenig präsentieren. Ja, also ich habe die schon auch ein paar Ründchen gespielt gehabt, bevor ich jetzt hier dieses Gameplay aufgenommen habe. Also auf Maximalstufe habe ich die Renegade schon ein bisschen gespielt. Und deswegen bin ich damit schon ein bisschen vertraut. Aber wenn man dann Leute mit der Ranger hat, kann es halt schwer werden, ne? Das ist nicht ganz so einfach. Oh, Glück. Was für ein Glück. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Ja, ich wollte gerade noch flüchten. Da hat er mich noch mit der Sprinter geholt. Nice. Mal gucken, wie steht's jetzt eigentlich? Ja, ich bin Zweiter. Immerhin. So, wo seid ihr? Komm her, Freundchen. Yes. Brutal Kill. Aber es ist auch zu geil. Da wurde ich letztens in meinem Renegade-Video drauf hingewiesen. In den Kommentaren. Wie unlogisch das eigentlich ist, dass ich nachlade, zwei Kugeln in den Lauf schiebe bei meiner Renegade Shotgun, aber dann wieder ein volles Magazin habe. Total sinnbefreit eigentlich, also unlogisch. Aber ist ja auch egal. Wir haben gewonnen, ich habe ein paar Kills damit machen können. Ich hoffe, ich konnte euch damit die Renegade auf Maximalstufe ein bisschen näher bringen und ein bisschen präsentieren. Wie gesagt, wie ich vorhin schon mehrfach erwähnt habe, ich finde sie nice, mir macht sie Spaß. So als Gratiswaffe auf jeden Fall cool. Ich habe dafür jetzt kein Echtgeld ausgegeben oder so, aber die Sunny ist schon noch ein bisschen besser. Oder die Ansturm finde ich auch etwas stärker insgesamt. Aber die ist kurz dahinter, meiner Meinung nach, die Renegade Shotgun. Lasst mich gerne eure Meinung zur Renegade Shotgun in den Kommentaren. Mögt ihr die? Habt ihr die? Habt ihr die auch verbessert? Wenn ja, auf welche Stufe? Was ist eure Meinung zu dem Teil? Und ich würde mich da auf jeden Fall über euer Feedback und über eure Bewertungen freuen für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.